Moin Leute, was geht? Ja, ich dachte, bevor wir mit unserem schönen E30 hier so ein bisschen ja, weiter grinden, würde ich noch gerne erstmal auftunen, auch wenn wir jetzt vielleicht noch nicht so viel Geld haben und vielleicht nicht alles kaufen können, keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Aber ich muss den irgendwie ein bisschen, will ich den schon mal auftunen, weil der Türk hat jetzt denselben Wagen gerade und das ist ja ein bisschen dumm, jetzt fahren wir die ganze Zeit mit demselben Autos rum. Ja, ich würde sagen, wir gucken einfach mal. Das ist jetzt mein allererstes Tuning in Need for Speed Heat. Ich bin echt gespannt, wie das aussieht. Wir gucken es jetzt zusammen an. Das ist schon mal hier auf jeden Fall unsere Garage, unser Zuhause. Viel, viel geiler als in Payback. Finde ich mega nice. Und auch wie die Kamera jetzt hier gerade drum rumfährt. Einfach geil. Und der Typ, der da steht, ist natürlich unser Charakter. Den können wir auch noch anpassen. Machen wir aber ein anderes Mal. So. Ach, hier ist übrigens unsere Crew. Ich habe jetzt nur eine Crew mit dem Türke zusammen. Und da seht ihr schon, der hat den gleichen Wagen einfach. Wir haben zufälligerweise einfach den gleichen Wagen genommen. Naja, wir werden den erstmal ein bisschen auftunen und mal gucken, was hier so geht, ja? Wir gucken uns einfach mal alles so ein bisschen an, würde ich sagen. Optik-Tuning, was kann man jetzt hier machen? So, wir haben Karosserie, wir haben Lackierung und Folie, Effekte, Stance, okay. Ah, Auspuff-Sound, Auspuff-Sound. Können wir uns auch nochmal irgendwann angucken, vielleicht nicht heute, aber können wir vielleicht nochmal angucken. Ich werde jetzt noch kurz bei Effekte reinschauen hier. Ah ja, guck mal, Nitrofarbe, Reifenqualm, Neon, Luftfederung und Hupe. Ja, kennen wir auch alles von Payback. Finde ich schon mal geil, dass das hier auch mit dabei ist. Kann man da jetzt was machen? Oh ja. Ah, okay. Wir haben rotes Nitro, grünes Nitro, blaues Nitro. Ende. Das ist der Shop. Im Inventar haben wir nichts. Reifenqualm. Rot, grün, blau. Auch dasselbe. Neon, da gibt es ein paar mehr bisher. Mintgrün. Ah, auch diese ganzen Standardfarben, wie es auch schon im Payback gab. Bisher noch kein blinkendes und nicht so viel Auswahl, ne? Also, da wird auf jeden Fall noch was kommen, denke ich mal. Bin gespannt. Vielleicht schaltet man auch nach und nach, wenn man ein Level aufsteigt, irgendwie was frei. Luftfederung können wir machen. Oh, da geht direkt tiefer. 15.000. Ich glaube, das können wir uns heute noch nicht leisten, oder? Aber guck mal, wie tief das schon geht, ne? Brutal, Digga. Brutal. Egal, wir machen erstmal Optik. Bei Payback war es so, wir mussten dann Level erreichen. Ich guck mal gerade. Das System ist wieder genau gleich, ne? Wie ein Payback. Ja, scheinbar. Naja, wir können alles machen. Ich geh noch einmal ums Fahrzeug rum. Es ist nichts gesperrt. Bei Payback musste man erst so verschiedene Sachen... Ah, das Soundsystem gibt's auch wieder. Den sinnlosesten Kack im Spiel gibt's auch wieder. Mann, ey. In Payback war ja so, da musstest du wirklich so Missionen, diverse Missionen erledigen. Oder Sachen in der freien Fahrt einfach machen, um hier bestimmte Sachen freizuschalten. Jetzt haben wir alles frei, wir brauchen einfach nur Cash. Und ich würde sagen, das ist schon mal geil. Oh, Digga, das habe ich ja in The Crew vermisst, ne? Einfach nur die Scheiben tönen. Easy. Oh, wie schön das hier geht. Dann fangen wir mal an. Wir machen das mal nicht so ganz dunkel. Ja, so 35, ja, so. Bisschen undercover, aber noch nicht ganz. Motor. Ey, ich finde die Farbe geil von dem Wagen, ne? Wir werden die anders machen, glaube ich, aber ich finde die Farbe echt geil. Motorhäubchen im Speed Hunters DTM. Kann man hier. Ah ja, man kann auch drumherum gucken. Man kann jetzt aber nicht ranzoomen. Okay, ich habe das Auto angemacht. Warte mal. Okay, so geht's wieder aus. DTM. Speedhunter. Das ist irgendwie. Also, ich finde das Standard irgendwie am besten. Das hier am besten mit DTM. Ja, können wir ganz normal kaufen. Geil. Das ist ja schon mal gut. Grill, Scheinwerfer. Grill. Mal gucken. Also, ich wäre jetzt echt cool gefunden, wenn man so ein bisschen rein- und rauszoomen könnte, wie bei The Crew. Das habe ich echt ultra gefeiert. Oh mein Gott. Das ist ja mal nice, Alter. Oh, so oft dezent auch, ne? In Wagenfarbe, das gefällt mir echt gut, Mann. Den bösen, boah, das ist geil. Den würde ich einbauen. Richtig nice. Dieser Ladebalken, der ist schon relativ lange da, ne? Wird aber mit Sicherheit nochmal irgendwann gefixt, denke ich mal. Scheinwerfer. Dunkle. Gelbe. Oh, gelbe könnten wir eigentlich auch mal machen. Ich habe vor, den Wagen tatsächlich einfach weiß zu machen. Einfach so ein bisschen cleaner. Nein, warte mal. Ach, schade, da würde ich jetzt gerne ranzoomen, ne?
Seht ihr das aber, die mittleren Scheinwerfer? Das sind jetzt keine Scheinwerfer mehr, ne? Das ist ein Lufteinlass, Alter. Vielleicht kann man sich gleich nochmal im Fotomodus anschauen oder so. Oder kann ich jetzt hier im Fotomodus gehen? Nee, kann ich nicht. Aber... ich glaube, die Karre wird eh assi, ne? Komm, wir bauen das einfach ein. Ist egal. Ja, haben ein bisschen mehr Ansaugung. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Frontstoßfänger. Was ist denn hier eine Seite? Ah ja, Frontbleibbleche, genau. Es wird geil. Es wird... Ich fände jetzt eigentlich cooler, muss ich sagen, wenn das hier so wäre. Wegen der Kamera. Ah. Ich hoffe, das stört euch nicht allzu sehr. Schreibt mir erstmal bitte in die Kommentare, ob das in Ordnung ist, wenn ich das jetzt so tune. Ich meine, die Hälfte vom Auto kann man ja erkennen vorne. So, das haben wir. BMW-Teil, Non-BMW-Teil. Non-BMW-Teil und ein DTM-Teil. Das ist ein bisschen, finde ich auch geil. Ich würde irgendwie gerne was anderes machen. Ich würde sagen, wir nehmen vielleicht ein BMW-Teil. So ein bisschen auf dezenter Weise. Ich würde sagen, wir nehmen mal das. Einbauen. Boah, ich hoffe, das Geld reicht, Alter. Wir haben jetzt schon viel ausgegeben. Was eine Scheiße, wenn man hier arm ist, Mann. Da müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie mal... ob ich da mal ein Video mache, wo man, wie man hier vernünftig mal Geld bekommt. Oh, guck mal hier, warte mal. Carbon. DTM. Carbon. Pandem. Oder Pandem, wie auch immer. Das ist doch geil. Ey, wenn es mehrere Pandem-Teile gibt, dann bauen wir das doch ein. Frontschussschranke gab es jetzt nicht. Dann können wir also die Originale so lassen. Ein Frontleitblech. Kann man machen, muss man nicht. Jetzt passt das mit der Kamera wieder, ne? Hier gibt's auch paar... Oh mein Gott. Oh, das habe ich vermisst, Alter. Du kannst zwar auch in so Crew, ja, so Verbreiterung machen, aber halt nicht original. Und guck dir das mal an, Digga. Wie guckt dir das an? Und mit den Nieten, Alter. Oh, ich hab schon wieder angemacht. Ich wollte schon wieder ranzoomen. Mit den Nieten, Alter. Richtig geil. Digga, das feiere ich. Oh mein Gott. Der Wagen wird richtig gut aussehen, Alter. Ehrlich. Digga. Außenspiegel. Ach, die mag ich irgendwie nicht so, ey. Ich würde das, glaube ich, echt Standard lassen, oder? Meint ihr, da ist zu klobig? Ja. Ah! Ah, guck mal, DTM kannst du jetzt nicht nehmen, weil wegen Frontkotflügel. Okay, wir wollen sowieso Pandem nehmen. Ich würde mal trotzdem mal gerne kurz gucken. Ah, da muss ich das kaufen, um zu gucken, ne? Warte mal, oder können wir das Standardteil einbauen? Ja. Ja, sieht auch cool aus. Aber der wird eh tiefer gelegt, ne? Ja, wenn wir das jetzt schon anfangen, dann würde ich das sagen, ziehen wir Pandem-Kit mal einmal komplett durch. Weil das ist krass. Sowas habe ich mir bei dem Wagen vorgestellt, Mann. In Payback habe ich mir den so ein bisschen DTM-mäßig gemacht. Ich habe eine schöne Warsteiner Folie drauf gemacht. So richtig, ne? Wisst ihr vielleicht noch, vielleicht noch nicht. Aber ich würde sagen, jetzt haben wir hier mal ein bisschen was Krasseres raus. Das, Digga, das ist so fett, Alter. Dir das mal an. Oh mein Gott, Alter, der... Guck mal, die Reifen, Alter. Bumm. Fett. Oh mein Gott, ich habe Angst, dass das Geld nicht reicht, ne? Felgen, das machen wir, glaube ich, zum Schluss. Diffusor, Heckstoßfinger, Nummernschild, Soundsystem, weißt du? Epson. Das, also genau, oder wie heißt die Scheiße? Weiß ich nicht. Genau wie ein Payback. Gar keinen Sinn. Man hat in Payback gemunkelt, das soll ein bisschen den Sound verbessern oder den Bass verbessern, wenn man Musik hört. Mache ich hier sowieso nicht. Ja, wegen dieser Copyright-Kacke. Ja, so macht man eine Frittentheke aus hier. Das ist eine neue Marke hier, ne? Big Country Labs. Ah ja, das sieht... Ach du Scheiße. Big Country Labs. Da siehst du schon, die Typen... ja, ach so. Was soll... Da weißt du auf jeden Fall Bescheid, die Typen, denen geht's richtig gut. Ja, bei Big Country Labs. Ja, Pandem, oder? Wir machen das einmal komplett. Wir ziehen das komplett durch. Ich finde das echt sogar. Guck mal, dieses BMW-Logo, ne? Wie das die Garage sich so in dem BMW-Logo spiegelt. Puh, richtig geil. Wir machen erstmal Heckstoßfänger. Da gibt's keinen von Pandem. Warte mal, gibt's einen Diffuser von denen? Auch nicht. Jetzt bin ich aber enttäuscht.
Ich dachte, da geht es jetzt ein bisschen mehr von denen. Hä? Na gut, dann nehmen wir halt einen anderen, ne? DTM geht jetzt wieder nicht, wegen... Ja, dem Kotflügel hinten. Wir gucken uns mal trotzdem an, wie das aussieht. Einfach mal eben. Standard BMW. Und... Das ist DTM, ja. Genau das will ich ja eben nicht. Ich will ja, das soll so ein bisschen assig, Mann. Ich brauche eine Assi-Karre, ey. Ja, nehmen wir das. So. Der muss... Nee. Assi. Richtig assi. Das wäre schon fast zu wenig. Passt da noch ein Diffuser drunter? Lass mal erstmal Auspuff gucken. Ey, warte mal. Ich kann das Auto hier anmachen, ne? Ey, den Standsound. Hört euch mal den Standsound an. Das ist anders als in Payback. Finde ich richtig geil. Mal jetzt ein fettes Röhrchen. Oh, so ein Assi-Ding. Ah. Wenn der eine krasse Heckstoßstange hätte, hätte ich ja, glaube ich, gemacht. Hätte ich irgendwie oder so. Das hat auch was. Ist ein bisschen dezenter, ne? Weißt du was? Scheiß drauf. Ich will auch mal ein Auto machen mit so einem Ding. So. Das passt, glaube ich, nicht, ne? Ah, scheiße, ey. Wie sieht das denn aus? Das ist schon viel. Das ist schon... Oh Mann. Die Dinger an den Seiten, ne? Das ist mir irgendwie zu viel. Aber nur so in der Mitte ist irgendwie auch langweilig. Boah. Nee, ich glaube, wir lassen das erstmal weg. Gucken, wie das am Ende aussieht. Lampen. Okay, die sind sehr dunkel schon. Oh, nochmal extra abgedunkelt. Ah. Ah, okay, ja, dann machen wir doch richtig dunkel hier, ne? Das Geld wird knapp. Nummernschild. Jetzt mal gucken. Guck mal, wie die Karre wackelt, ne? Der Motor ist am Start. Wir können ja auch Motorswap machen. Guck da ja auch mal rein. Wir haben Rivals, Payback. 2015. Warum steht denn da Speed Hunters? Ja, ich glaube, das Spiel, da wird noch ein Update benötigen, ne? Da wird sicher noch mal ein Update kommen. Aktuell, ich spiele jetzt heute am 3.11. Und wir sind in der Version 1.02. Ich denke mal, wenn das Spiel jeder kaufen kann, ist schon mit Version 1.05 so gefühlt, ne? Nee, ich finde, man sollte schon zeigen, dass wir jetzt hier in dem neuen Spiel sind. Was haben wir denn hier? Ja, Haters gonna hate, das finde ich gut. Weil die Karre soll ein bisschen ansieg sein. So. Zogger. Schön. Das haben wir halt eigentlich schon, ne? Mehr kann man jetzt hier nicht machen. Ja, genau. Ich wollte mal beim Auspuff was gucken kurz. Das haben die echt schön gemacht, ne? Ey, das sieht so realistisch aus, die Flamme. Ich meine, ist zwar ein bisschen unlogisch, dass sie da einen Meter rausguckt oder dass da überhaupt eine Flamme kommt. Weil der Wagen hat noch, glaube ich, gar kein Tuning drin. Junge, das ist krank. Jetzt würde ich sagen, lass mal kurz mal Felgen gucken. Ich will mir jetzt hier nicht alle angucken. Wir gucken uns auch mal ein paar BBS-Felgen an vielleicht. So, wir haben die hier. Was ich cool finde, das war, glaube ich, in Payback nicht. Hier steht jetzt nicht nur BBS, sondern genau welche. Da steht direkt BBS CIR. Ich würde gerne so Tiefbett-Dinger drauf scheppern. Was ist denn mit sowas? Der Wagen wird am Ende weiß. Kann man also machen. Und ich glaube, wir machen das auch. Felgengröße. Ah, guck mal hier. Schön, Alter. Sogar umsonst, Baba-mäßig. Farbe. Ich überlege gerade, ob ich die außen noch chrom machen soll. Bin mir noch nicht sicher. Falken. Ein paar Reifen. Hier gibt es eigentlich andere Reifen. Oh, 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 oh. Das gab es auch im Payback. Nicht immer. Ich will jetzt nicht sagen nicht, aber es gab es nicht immer. Meistens nicht. Standardreifen. Könnt ihr das Profil sehen? Und mir gefällt auch der Querschnitt irgendwie ein bisschen besser. Das sieht richtig geil aus. Wenn ihr damit irgendwo stehst, dann weißt du direkt, alles klar. Der Typ, der hat die Ahnung. Was haben wir hier? Offroad-Reifen? Sieht ein bisschen so aus. Da haben wir... Okay, das würde ich schon als Komplett-Slicks bezeichnen. Oh mein Gott, das ist ja fast gar nichts mehr, ey. Okay, das sind dann wirklich komplette Slicks? Dann haben wir noch sowas hier. Das. Ja. Oh, Weißmann-Reifen.
Das finde ich aber auch, ach du Scheiße, finde ich aber auch cool, das kannst du jetzt wirklich bei jedem Fahrzeug machen, ne? In Payback war es so, bei manchen konntest du sowas machen, bei manchen konntest du das nicht machen. Und ich würde sagen, wir machen da Toyo Tires. Warum nicht? Bremsscheiben. Ja, wir wollen auf jeden Fall gelocht da haben, würde ich sagen, ne? Was ist das hier? Normale? Gelocht? Oh mein Gott, ich sehe die Kohle fliegen. Macht eigentlich gar keinen Sinn, das Ding zu tun, weil bringt mir nichts, aber egal. Ist ja egal. Einfach machen. Ja, komm, dann möchte ich schon eine schöne Brembo-Ding jetzt. Ich nehme immer irgendwie Brembo, ne? Aber egal. Ja, ich überlege jetzt echt, ob ich den Felgenrand nicht irgendwie doch chrom machen soll. Guck mal, auch genau wie ein Payback, ne? Ja, das soll so bleiben. Verwerfen, Digga. Genau, Farbe weiß. Ach. Ey. Nein. Das haben sich jetzt ein bisschen von Gran Turismo geklaut, oder? Finde ich aber gut. Finde ich echt gut, weil da kann man direkt erkennen, okay, das, so sieht das in Chrom aus. Jetzt können wir uns ja mal kurz angucken, ne? Metallic. Chrom. Mattes Carbon. Matte Seitenmatt. Wir haben viel mehr Finishes als vorher. Das habe ich ja auch schon in der Need for Speed Heat App gefeiert. Schmiedekarbon. Dieses Forge Carbon von vom Lambo, Alter. Geil. Farbwechsel können wir sogar machen. Schillernd. Steht da? Carbon-Farbwechsel. Ah ja. Damast. Das ist mir alles zu viel, Leute. Wir machen das in Chrom. Jetzt ist das Ding natürlich ein bisschen hoch, ne? Ja, ja, ja. Bisschen wäre nämlich schlecht, aber ist schon geil. Bisschen Radschuss können wir noch reinscheppern hier. So auf Mitte. Ja, komm, der muss ein bisschen assi. Hinten vielleicht mal volle Pulle. Oh Gott, sieht das behindert aus, ey. Junge, was ist hier hinten los? Oh Mann, wenn der keinen Radschutz hat, dann weiß ich auch nicht. Das ist ja auch wie ein Heat, genau wie ein Payback, wieder nur eine optische Sache, ja? Das heißt, du kannst hier ruhig so ganz verrückte Sachen machen. Das beeinträchtigt jetzt nicht unser Fahrverhalten. Und ich würde sagen, wir machen das einfach. Ist egal. Ja, genau, die Farbe muss ich noch ändern. Du könntest auch mal hier kurz das Finish angucken, ne? Oha, ein Chrom ist ja auch krank, ey. Wow, mattes Carbon, Alter. Boah, Brudi. Guck mal, was ist schön im Licht irgendwie so ein bisschen. Ja, hier, hier. Das sieht auch heftig aus, Mann. Mit der Farbe, ne? Da, Forge Carbon. Chameleon Flake. Digga, das ist so... Ich habe das in der Heat-App schon so gefeiert. Fand ich so geil. Damast. Das ist alles ein bisschen viel, ne? Oh Mann, Alter. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ach, gibt's auch noch Pro. Was ist denn Pro? Kann man selber alles machen? Ah. Ah, guck mal hier. Einfarbig, komplementär, Spektrum, schillernd, Hochglanz, Seiden, Unilackrom. Ach du Scheiße, Junge, was. Ey, das würde ich auch gerne machen, ne? Ohne Scheiß. Aber ich will erstmal was Normales, Alter. So, Leute. Folie ist fertig. Ich werde jetzt mal hier speichern. Kann ich die jetzt hochladen? Fire Slot. Teilen. Pfeil nach oben. Erfolgreich geteilt. Leute, die erste Folie habe ich euch gemacht. Ist jetzt nicht so was Besonderes, ja. Wir müssen noch eine Sache mal, glaube ich, kurz, Moment, ändern. Wieder ein bisschen rausnehmen. So, wir machen das mal auf 100%, damit man da reingucken kann. Weil ihr seht, ich habe hier hinten euch, wer das haben möchte, ist jetzt nichts Besonderes. Ich habe einfach jetzt hier hinten die Scheiben abgedunkelt. Kann ich hier nicht einfach drum rumfahren? So. Ja, ne, einmal vorne Pandem drauf, weil wir haben ja ein Pandem-Kit. Am Tankdeckel habe ich das nochmal drauf gemacht, das Logo. Und einfach hinten unter dem, unter der Rückleuchte. So, Freunde, eine Sache, die ich noch gerne machen möchte, kann ich mir aber jetzt gerade nicht leisten, ist die Luftfederung, ne? Ich würde es echt gerne mal euch einfach mal einbauen und euch mal zeigen. Dazu muss ich noch kurz ein Rennen fahren. Warte mal, ich mache das mal kurz. Wenn das ja so wie ein Payback ist, müsste jetzt theoretisch der Wagen hochfahren, wenn ich das Auto anmache. Ja, Mann. Ja, ich will mal kurz rausgehen, Alter. Ich weiß auch gar nicht, wie ich den Wagen jetzt ausmachen kann in der offenen Welt, ne? So offensichtlich nicht. Ah, Leute, ich hab's gefunden. Wir müssen, das ist voll kompliziert gemacht, ne, irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Wir müssen L1 und Vierecke gedrückt halten. Dann müsste der Wagen ausgehen. Ey, so eine einfache Sache bringt einem so viel Freude. Na, jetzt machen wir den an mit R2. Dann müsste er hochfahren. Oh ja, da ist nicht mehr viel, ne. Man sieht das. Hätte ich den Wagen nicht tiefer gelegt, wäre das wahrscheinlich krasser gewesen. Aber
Digga, ich feier das, Alter. Leute, das ist auf jeden Fall mein erstes Auto in dem Spiel. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten. Wir werden uns noch viele Sachen angucken. Hier kommen noch viele Videos. Also bleibt auf jeden Fall dabei. Würde mich freuen. Leute, macht's gut. Haut rein, euer Zocker. Ciao. Yeah.